Aufbauspiele und das Entwicklerstudio Hemimond Games, das passt einfach zusammen. Seit dem 24. April ist Stranded: Alien Dawn auf PC und Konsolen erhältlich. Mit der Survival-Simulation vermischen die Macher einiger Tropico-Teile die Sims mit RimWorld und obendrauf gibt's noch richtig schicke, aber auch gnadenlose 3D-Spielwelten auf fremden Planeten. Nach circa 7 Monaten Early Access bekommen wir zum finalen Release etliche Verbesserungen und sogar ein neues Szenario spendiert. Wir haben uns in den Überlebenskampf begeben und verraten euch die Stärken und Schwächen des Spiels. Die Parallelen zu The Sims fallen sehr schnell auf. Zwar können wir unsere Figuren nur in wenigen Fällen per Point-and-Click-Funktion steuern, aber die Interaktionsmöglichkeiten und das Befriedigen ihrer Bedürfnisse spielen in Stranded: Alien Dawn ebenfalls eine enorm wichtige Rolle. Meistens befehlen wir den Charakteren, was als nächstes zu tun ist, aber zwischendurch übernehmen sie auch eigenverantwortlich die Initiative und erledigen wichtige Aufgaben von selbst. Um das perfekt abzustimmen, lassen sich die Tagesabläufe individuell haargenau ausrichten. Wenn wir also möchten, dass sich ein Überlebender vermehrt ums Kochen oder die Forschung kümmern soll, dann priorisieren wir eben diese Tasks. Auch wann unsere Figuren am Tag eine Pause einlegen, können wir festlegen. Das ist auch wichtig, denn wenn sich unsere Leute überarbeiten oder zu wenig Spaß haben, kann es passieren, dass sie einen Nervenzusammenbruch erleiden oder in einen körperlich sehr schlechten Zustand geraten. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erkundung, der Erforschung und dem Aufbau einer kleinen Zivilisation. In einer fremden Welt lauern aber ebenfalls unbekannte Gefahren auf uns. Nicht alle Tiere sind uns freundlich gesinnt. Einige Stunden vor einem Angriff bekommen wir eine Warnung, sodass wir unsere Überlebenden und unsere Basis auf den Kampf vorbereiten können. Mit Speeren, Bögen und sogar Feuerwaffen lassen sich die aggressiven Viecher abwehren. Sobald wir die Figuren auf Tastendruck einberufen, können wir sie direkt an strategisch wichtigen Punkten platzieren, beispielsweise an einer Engstelle oder in Türmen für einen besseren Überblick. Im späteren Verlauf erforschen wir unter anderem Bewegungsmelder, Flammenwerfer und automatische Geschütze, um die direkten Gefahren für unsere kleine Gruppe zu minimieren. Selbst die Natur kann den Überlebenden allerdings zwischendurch schaden. Klirrend kalte Wintertage, Stürme und andere Katastrophen wirken sich negativ auf Stimmung oder sogar Gesundheit aus. Um Verletzungen und Krankheiten sollte sich schnellstmöglich gekümmert werden, denn die Charaktere sind nicht unsterblich. Wir müssen uns dementsprechend auch um Verbände, Medikamente und Antibiotika bemühen. Hin und wieder lassen sich solche Hilfsmittel in abgestürzten Raumschiffteilen finden, aber auch Forschung macht die Herstellung möglich. Wenn dann doch mal eine Figur stirbt, können wir sie begraben. Manchmal melden sich die restlichen Überlebenden bei uns und möchten eine Gedenkveranstaltung für den Verstorbenen abhalten. Auch Neujahrsfeste mit Feuerwerk und andere Partys organisieren unsere Bewohner. Auf regelmäßigen Expeditionen entdecken wir nicht nur nützliche Gadgets, sondern hin und wieder auch neue Überlebende. Wir können uns dann entscheiden, ob wir die bei uns aufnehmen oder derzeit nicht genug Platz und Nahrung vorhanden ist. Mit dem finalen Release gibt's noch ein weiteres Szenario zu den zwei bereits vorhandenen obendrauf. In Militäraußenposten besteht unsere Aufgabe darin, ein zentrales Kommunikationsrelais zu bauen. Schon zu Beginn stehen uns ziemlich viele Verteidigungshilfsmittel wie Geschütze und Laserpistolen zur Verfügung. Die brauchen wir aber auch, denn die Tiere sind deutlich angriffslustiger und der Planet außerdem ordentlich verseucht. Mit 6 Teammitgliedern starten wir eine ziemlich erbarmungslose Mission. In unserem Test hatten wir bereits nach wenigen Minuten ein Lazarett gefüllt und mussten erstmal etliche Verletzungen versorgen. Wie es der Name schon verrät, stranden in dem Szenario Bruchlandung 4 Überlebende mit ihrem Raumschiff. Recht klassisch müssen wir in dieser Herausforderung einen Weg zurück zur Zivilisation finden. Zu guter Letzt gibt's noch die Mission Handelsposten. In der ist es unser Ziel, Galaxiemünzen zu verdienen, um schlussendlich den Planeten zu kaufen. Wir können Geschäfte mit anderen Schiffen, Schmugglern und Händlern eingehen, um unser Ziel zu erreichen. Noch abwechslungsreicher gestalten können wir die Szenarien vor dem Start. Es gibt nicht nur 5 Schwierigkeitsstufen, sondern auch verschiedene Monde und Gegenden, die immer wieder andere Unwägbarkeiten für uns parat halten. Wer möchte, kann außerdem verschiedene Spielregeln einstellen, wie das Deaktivieren von Tierangriffen oder einen Start mit zufälligen Überlebenden. Schon allein die Tatsache, dass die Spielwelt zu Beginn zufällig generiert wird, sorgt für einen enorm hohen Wiederspielwert. Außerdem gibt es einen Mod-Manager, mit dem der Titel noch individuell angepasst werden kann.
Jetzt haben wir schon so viel über die Charaktere gesprochen, da müssen wir natürlich auch noch anmerken, dass es derzeit 34 auswählbare Figuren gibt. Jede hat bestimmte Stärken, Schwächen und besondere Eigenschaften. Picken wir uns doch beispielsweise einfach mal den überlebenden Racker raus. Der Städtebauer verfügt verständlicherweise über ziemlich hohe Werte bei Bau und Anfertigung. Kampf und Landwirtschaft zählen dagegen nicht zu seinen Steckenpferden. Manche Charaktere zeigen außerdem an bestimmten Fähigkeiten Interesse und steigen dort schneller im Rang auf, sobald sie die dann auch ausführen. Andere sehen bestimmte Bereiche eher gleichgültig oder sind sogar untauglich. Vor dem Spielstart müssen wir dementsprechend unser Team strategisch zusammenstellen. Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass Stranded: Alien Dawn ein sehr komplexes Survival-Aufbauspiel ist, nicht nur im Hinblick auf die Figuren, sondern auch in anderen Aspekten. Wir können uns beispielsweise entscheiden, ob wir den Strom aus Solarpanelen, Windrädern oder Dieselgeneratoren gewinnen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Im Winter scheint schließlich weniger die Sonne und die Energie geht irgendwann zur Neige. Um einen plötzlichen Stromausfall zu vermeiden, lassen sich Generatoren und Paneele so verbinden, dass der Treibstoffmotor anspringt, sobald die Energie der Solarzellen aufgebraucht ist. Schon das Tutorial zeigt einen Vorgeschmack darauf, wie tiefgreifend die Spielmechaniken im Verlauf werden. Etwa eine Stunde haben wir gebraucht, bis wir die Einführung abgeschlossen hatten. Es geht daher auch eine klare Empfehlung raus, die Tipps vor dem Start der Szenarien durchzuspielen. Das eigentliche Gameplay ist eher langsam ausgelegt. In Echtzeit laufen unsere Figuren von A nach B und brauchen für einen Ausflug zu bestimmten Orten und wieder zurück schon mal einen kompletten Tag. Auf Tastendruck können wir die Geschwindigkeit wie in vielen Strategie- und Aufbauspielen erhöhen oder das Geschehen jederzeit pausieren. Unsere Charaktere auf Erkundungstour zu schicken ist auch dringend notwendig, denn viele benötigte Ressourcen befinden sich nicht in der Nähe unseres Lagers. Vor allem im Winter lohnen sich auch Expeditionen mit einem Heißluftballon, sobald wir die Möglichkeit erforscht haben. Doch dabei müssen wir aufpassen, denn unsere Überlebenden begeben sich dabei ebenfalls in Gefahr und kommen unter Umständen verletzt oder stark geschwächt zurück. Die Entscheidung, ob wir die auserwählte Figur weiter erkunden lassen oder die Situation zu heikel wird, treffen wir in Texteinblendungen. Gerade die interaktive Spielwelt in Stranded: Alien Dawn ähnelt neben Die Sims auch dem nach wie vor sehr populären RimWorld. Grafisch unterscheiden sich die beiden Titel aber natürlich komplett. Das Survival-Spiel von Hemimond setzt auf eine sehr hübsche 3D-Grafik aus einer frei bewegbaren isometrischen Kameraperspektive. Für einen besseren Überblick lässt sich die Ansicht auch ganz einfach per Zoom verändern. Als Levelgrenze fungieren unerklimmbare Berge und Küstengebiete, denn im Wasser können wir weder bauen noch fischen oder überhaupt ein Boot steuern. Die vorhandenen Funktionen reichen aber in jedem Fall aus, um lange für Unterhaltung zu sorgen. Außerdem kann das Spielerlebnis in der Zukunft relativ einfach mit weiteren Szenarien ausgebaut werden. Neben Gewässern würden sich auch Minen inklusive seltener Erze für weitere Missionen anbieten. Eine Sache müssen wir aber noch klären, denn Strategietitel haben es auf Konsolen häufig nicht so einfach. Bei so vielen Möglichkeiten kamen bei uns vorher durchaus Zweifel auf, ob eine Umsetzung so gut funktioniert wie die PC-Version. Doch nach einigen Stunden auf der PS5 halten wir fest, dass auch die Gamepad-Steuerung kaum Probleme mit sich bringt. Ganz so leicht von der Hand wie mit Maus und Tastatur gehen die Eingaben allerdings nicht. Mit ein wenig Eingewöhnungszeit kann sich aber auch mit Controller einwandfrei um das Überleben der Figuren gekümmert werden. Bugs oder grobe Balancing-Schwierigkeiten haben wir auf beiden Plattformen ebenfalls nicht feststellen können. Einzig das Anfertigen von Kleidungsstücken dauert uns im Vergleich zu anderen Tätigkeiten ein wenig zu lang. Wir sollten uns daher rechtzeitig auf den Winter vorbereiten und nicht erst kurz vor Start der dunklen Jahreszeit ein paar neue Schuhe und Jacken schneidern. Ansonsten sind kalte Füße nämlich vorprogrammiert. Das Spiel ist komplett auf Deutsch übersetzt, eine Sprachausgabe gibt's aber auch in der Originalversion nicht. Untermalt wird das Treiben auf dem Bildschirm stattdessen von ruhigen Musikklängen. Die sind zwar nichts Besonderes, haben sich allerdings trotzdem in der Zeit zwischen unseren Sessions als Ohrwurm eingebrannt. Survival-Fans, die sich stundenlang um die Bedürfnisse ihrer Figuren kümmern möchten und Spaß am Bauen einer Basis haben, werden mit Stranded: Alien Dawn definitiv ihre Freude haben. Für ungeduldige Leute, die außerdem noch ständig Action wollen, ist es eher nix. Das Spiel gibt's auf PC via Steam und Epic, aber auch die Konsolen werden bedient mit PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One. Preislich bewegt sich's auf allen Plattformen bei um die 35 Euro. Für die Summe bekommen wir aber auch einiges geboten.